Moin Leute, was geht ab? Zwei zusammen starten und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und heute ist ein wirklich schöner Tag. Es ist Sonntag, der 16. oder so. Oh junge Hunde. Oh junge, noch mehr. Oh junge, oh, wir wollten ein paar Wheelies machen, weil hier ist eigentlich unser Wheelie-Spot. Uff. Ich glaube, wir bleiben auch bei der. Ich glaube, wir bleiben auch bei der. Ja, lass zurückheizen. Ja. Komm. Ja gut, da ändert sich das schnell. Ja, moin! Lit! Und der Liebe fährt eine Beta, die ich mal Probe gefahren bin. Zu dem Video kommt ihr da jetzt. Oh Junge, er hat geschaltet im Wheelie, das ist sick. Auf jeden Fall mit 925er. Macht der auch mega nice. Oh Junge, jetzt sind hier noch mehr. Ich kraff's nicht. Dick. Was ist hier heute los? Jetzt fahren wir gleich noch 20 Mal an den vorbei. Oder wir suchen noch mal einen anderen Spot. Ja, kennst du noch irgendeinen? Ich überleg gerade. Ja, nee, das heißt, wir fahren jetzt nochmal einen anderen Spot. Eigentlich ist hier immer unser Spot. Nur, ja, wie man sieht, sind hier überall Menschen. Ich meine, es ist wunderbares Wetter auf dem Sonntag. Was erwartet man? Und zwar nochmal zu dem lieben Beta-Fahrer, der... Ach, schaffen wir easy. Der hat mir die ja schon mal ausgeliehen, dass ich damit ein Video machen konnte. Auf jeden Fall sind seine Wheelies schon mega sick. Vor allem für eine 125er. Ich habe ja, als ich 125er Zeit hatte, gar keine Wheelies gemacht. Und er macht einfach auf einer 125er Wheelies aus dem ersten Gang und er schaltet in dem Wheelie in den zweiten Gang und fährt dann noch weiter. Das ist echt mega sick. Mega Respekt dafür. Also ich würde das nicht packen. Und die sehen auch schon echt gut hoch aus. Und bei mir sind es ja eher Richtung Power Wheelies. Ich habe ja natürlich auch mehr Leistung. Das ist natürlich auch gar nicht vergleichbar. Bin auch auf einer 120er und einmal einer 701. Aber wir fahren jetzt einfach zu einem anderen Spot, der eigentlich nicht so nice ist. Aber wenn, vielleicht ist da ja jetzt weniger los, weil das geht gar nicht. Und wenn das Wetter wie jetzt so nice ist, es sind irgendwie 12 Grad, gefühlte 20 Grad. Ich habe hier meine Sommerschutzkleidung schon an, nur noch eine Lederhose. Dann, ja, bringe ich gerne mehr Videos. Weil so schockt das dann auch richtig. Also heute wird ein random Vlog, wie man schon merkt. Ich habe kein bestimmtes Thema. Und zwar feiern wir einfach ein bisschen rum, gucken, was so passiert. Bei Husky quietschen mal wieder die Bremsen richtig schön. Nee, aber man muss halt Wheelies üben. Und wie ich auch schon mal gesagt hatte, habe ich auch 40 Stunden aufwärts Wheelies geübt. Also einfach nur zu irgendwelchen Spots hingefahren, wo man ganz in Ruhe sein kann und üben kann und nicht irgendwas auf Druck oder ja, auf Erfolg, dass man jetzt sofort am ersten Tag schon einen krassen Wheelie machen möchte. Und er hat das genauso gemacht, also auch immer geübt und so. Wir haben jetzt auch öfters mal schon zusammen einfach so wie heute geübt und da will ich euch mal ein bisschen mitnehmen, weil das einfach ganz entspannt ist mit einem Kollegen. Und deswegen rate ich euch auch, wenn ihr Wheelies lernen wollt, lernt das einfach irgendwo abseits und dann könnt ihr das auch mal irgendwann im Straßenverkehr machen, wenn es nicht, also wenn es eine geeignete Stelle ist und nicht irgendwo mitten im Verkehr. Aber das müsst ihr halt selbst für euch wissen. Ich rate zu nichts. Und mit 125 muss natürlich wesentlich langsamer sein. Thank you.
Und da ist bei mir im ersten Gang auch schon Schluss. Da zieh ich natürlich aber. Junge, ich werd dann immer viel zu schnell. Wir können gar nicht nebeneinander wheelen. Ich muss das mal üben langsam. Aber ich habe bei höheren Geschwindigkeit irgendwann Angst, am Kipppunkt zu fahren, wenn man dann, also ich werde immer schneller, versuche immer höher zu kommen, damit ich irgendwann beim gleichbleibenden Geschwindigkeit so weiterfahren kann. Aber irgendwann habe ich so Schiss, weil das ist, Junge, ab 70, 80 gar kein Bock mehr. Und ich sehe auch nicht, wie schnell ich bin, das Problem ist ja auch. Aber ich weiß ja, dass wenn ich im zweiten Gang hochgehe bei 50, dann muss ich ja ganz, bin ich ganz schnell bei 70, 80 und dann irgendwann noch bei 100. Vor allem, wenn du dich dann irgendwann abhackst, ja. So verloren. Ja, ja. Nee, kann ich komischerweise nicht. Das, oder? Ja, das war heftig. Ja, nice. Das ist echt heftig. Was eine Möhre. So neidisch, dass man mit so einer großen Maschine so schnell ein Wheelie machen kann. Oh ja. Das ist so sexy. Das ist so sexy. Ich muss da immer mit rein. Ja. Da hast du recht. Allein schon diesen Hinterreifen, wenn ich den sehe, ne? Dann denke ich mir jetzt auch, oh Junge. Vor allem bei der Maschine sieht das halt auch einfach so krank aus. Bei anderen, ich meine, das ist jetzt eine. Das ist nur ein 160er Hinterreifen, mein 125er hatte ein
50er Hinterreifen. Also sieht halt so anders aus, weil einfach der so frei ist. Sieht eher aus wie ein 180er. Das ist halt so ein verdammt breites Teil. Ja, und auch einfach so groß und so, Junge, das sieht einfach so sexy aus. Und ne? Dieser Auspuff, der an der Seite da rausguckt. Ja. Ich feier diesen Kennzeichen halt auch mit dem Blinker. Ich feier das auch mega. Also Freunde, wenn ihr die Videos und ein Foto oder was ich auch immer hochlade sehen wollt, folgt mir auf Instagram, TwiceMoto. Und da seht ihr den schönen Jana auch. Meh. Junge, dieses Gefühl. Viel zu krankes Gefühl, wieder Moped zu fahren. Nein, Digga! Na, Digga? Ja, danke. Wir wollen jetzt da ein bisschen lang. Digga, zu krankes Wetter. Was? Zu krankes Wetter. Ist echt viel zu heftig. Ey, das ist einfach nur krank, wie die im ersten Gang, wie viel Power die hat an Newtonmeter und so. Ich meine, ich kann egal wo einfach Gas geben. Was geht hier denn da? Hä? Was geht da denn? Ja, keine Ahnung. Hä? Junge, raff ich gar nicht. What the fuck? Hä? Hey! Junge, die sammeln einfach Ballons. Was machen die da? Einfach schön. Nee, Kurve schaffe ich dann nicht. Da muss ich absetzen und passen. Haben jetzt ein bisschen die Wheelies aufgenommen. Wie gesagt, folgt mir auf Instagram, TwiceMoto, wenn ihr noch ein paar Sachen da sehen wollt. Ein paar Wheelies. Du wolltest da lang, ne? Ja. So, ich glaube, das soll es auch schon gewesen sein von dem kleinen Video. Ich hoffe, ihr hört mich noch, weil mein Tonteil ist andauernd abgeflogen. Ihr versteht das jetzt nicht. Aber es gibt so einen GoPro-Adapter und der hängt mir die ganze Zeit runter, weil der leider ja, vom Kleber abgegangen ist vom Helm. Deswegen hoffe ich noch, dass ihr mich hört. Also Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Lasst auch gerne ein Abo da. Haut rein. Stay tuned.